Hallo Leute und willkommen zum wirklichen 44. Teil von Doom 3. Dieses Mal alleine, damit ich meine Ruhe habe und damit ich mich nur aufs Spiel konzentrieren kann. Ich darf schon mal was bekannt geben. Ja, ich werde jetzt erstmal nur Doom 3 Teile machen, bis ich es durch habe und dann mache ich mit Component Heroes weiter. Und es ist ja nur noch ein Teil, bis ich das 100. fertig habe. Das wird ein kleines Special sein. Denn da mache ich letzte Werbung für Let's Player. Ja, ich habe jetzt endlich herausgefunden, wie das geht. Damit brauche ich ein anderes Videoaufnahmeprogramm. Und ich hoffe mal... Stimmt, den habe ich übrig gelassen. Dass ich da was Feines finde. Beziehungsweise 53 WWE, der mir da, sagen wir mal, ganz vorsichtig einen Tipp gegeben hat. Zumindest wie er sein Let's Play Skype aufgenommen hat. Das. Dasselbe Programm benötige ich eigentlich auch. Und. Richtige Taste gedrückt, sehr schön. Dann könnte ich auch Werbung für andere User machen. Für andere Doom 3 Let's Player. Quatsch, Doom 3 Let's Player. Für Let's Player allgemein natürlich. Warum jetzt nur für Doom 3 User? Ah, das ist eine Beefgitcher. Sehr wichtig, die brauche ich jetzt. Und ich glaube, ja. Ich werde wahnsinnig. Hier ist das Level endlich zu Ende. Yeah, Mann. Unglaublich. Carvens 2. Ja. Das Level ist sowas von kurz, das glaubt ihr nicht. Im nächsten Teil, glaube ich, gibt es dann den Endboss zu sehen. Weil der Teil ist so kurz. Den könnte ich, glaube ich, noch in diesem Video schaffen. Mal sehen. Ist voll? Ja, ist voll. Aber das Level ist fies. Hier wird nochmal alles losgeschickt, was es an Gegnern gibt. Ich glaube, da kommen auch gleich viele Spinnen raus. Ja, schon mal du. Ja, sofortige. Oh ja. 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 Das war schon mal neu. Das war total fies, ey. Da stehen da zwei Hell Knights, einer vor mir, einer hinter mir. Das ist total fies, ey. Jetzt weiß ich, warum noch die Munition für die BFG da lag. So. Was ist du? Ah, das habe ich nicht geguckt, wie ich geschossen habe. Ah, da bin ich ganz funktioniert. Ah, nicht ganz. Aber egal, mach das so. Aha. So, das hätten wir mal. Ah, ist klar, ich brauche wieder eine Keycard. Ah, kommen hier die Babys. Sind bestimmt in den Fässern. Ah, ich glaube, ich habe euch erwischt. Ah ne, die. Okay, die sind ja leicht. Muss man einfach nur ein bisschen nah rangehen. Na komm. Noch einer. Na komm, ja. Haha, awesome one. Noch einer. So, Muni sparen. Ah, noch 6 Minuten. Warum habe ich gerade so viel Angst, dass ich das hier nicht schaffe? Ich hab's fast durch. So, hier habe ich jetzt noch ein Item. Ich speichere hier mal und laufe mal zurück. Mit dieser Keycard komme ich, glaube ich, da hinten in den Raum rein, wo ich vorhin nicht reinkam. Aber ich habe keine Ahnung, was da ist. Mein geschätzter Kollege Rammstein-Fan hat es übrigens auch nicht gezeigt. Er hat einfach weitergemacht. Und ist dann trotzdem zum Boss gekommen. Also wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was passiert. Sollte scheiße sein, ich habe ja Quicksave gemacht. Wenn es keine Scheiße ist, werde ich jetzt wissen. Nein.
weiß. Okay, es kommt irgendwie keiner. Ja, war klar. Ich hab doch gesagt, da kommen Spinnen. Voll glaube ich jetzt weg von euch, jetzt kein Bock. Ja! What the hell? Lass mich durch. Tomate, Ausweg. Sehr nice. Gut, keiner mehr da. So. Also, wie schon vorhin gesagt, ich werde letzte Werbung machen. Aber nicht für dich. Sondern für User. Für Let's Player. Ja, ich sehe hier nichts. Ich habe keine Lust, die Taschenlampe zu benutzen. Oh, ich habe schon Angst. Ich habe Angst, weil ich hier trotzdem irgendwas sehe. Ah, ich bin weit, ich bin weit. Ist nichts? Hä? Doch, ich habe einen Disk gefunden. Ah, wieder. Ja. Hier ist, glaube ich, noch einer. Ach da. Komm doch her. Hä? Verstecken? Hat man schon mal sowas gehabt. So, ich hab's Level fast durch. Genau. Hier. Und dann habe ich's, glaube ich, schon. Ah, total verzogen. Nein. Na gut. Die FG-Munition muss ich mir sowieso einsparen. Tot. So, ist mir auch die Raketenmunition nicht zu schade. Da kommt her, ich will noch in diesem Part das hier schaffen. Ah, den habe ich nicht ganz getroffen. Ja, tut er nicht. So. 4 Schuss habe ich noch. Und jetzt kommt die ganz fiese Szene. Denn hier kommen 2 Spinnen. Voll erwischt. Jetzt ist die eine. Ah, das war jetzt... Oh. Auch wenn es fies ist. Ah, die geben mir keine vollen Leben. Aber ich habe das Level jetzt schon geschafft, denn hier ist Ende. Dann muss ich hier nochmal kurz Licht aktivieren. Schnapp mir hier nochmal die versteckte Munition. Und gehe sofort zum letzten Level. Yeah! Cool, letztes Level. Unglaublich. Ich werde hier auf jeden Fall ein bisschen vorgehen und dann gibt es für den Geheimraum und für den Boss ein Video. Also ich werde versuchen, den Geheimraum so kurz wie möglich zu machen, damit ich noch genügend Zeit für den Boss habe. Denn ich glaube schon, dass ich für den mindestens 5 Minuten brauche. Einfach nicht, weil er zu stark ist oder so, sondern weil er recht viel Zeit braucht. So you made it this far. Das ist so, you made this far. Yeah, ganz viel Munition. Sehr viel Munition. Aber ich brauche bestimmte Munition. Raketen sind recht wichtig. Aber ich glaube, hier gibt es echt keine BFG-Charts. Und meine Lebensenergie ist nicht gerade so das Tollste vom Ei. Naja, okay. Dann gehe ich jetzt noch ein bisschen. Ich meine, ich habe ja genug Muni. Es dürfte trotzdem kein Problem sein, auch mit 42 Hertz. D
den Boss da zu schaffen. Der ist nicht wirklich schwer. Ah, auch die Mission Familienkids. Da nichts, nein. Okay. Doch, BFG Shirts. Und ich hab ihn schon gehört. Den Boss. Ja, das hier ist ein Aufzug. Und ich glaube, damit fahre ich noch runter. Und dann gibt es da den allerletzten Cut. Für Doom 3. Yeah. Genau. So. Das ist der allerletzte Cut von Doom 3. Und hier heißt es, Leo GK. The last part is coming. Tschö, Leute.